Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen auf der Platzlalm. 10 Jahre Platzlalm und 35 Jahre ZNS-Stiftung, wenn das kein Grund zum Feiern ist. Als Musikbotschafterin der Stiftung und als Tirolerin bin ich natürlich doppelt traurig, dass ich heute Abend nicht bei Ihnen sein kann, aber ich habe heute Abend ein anderes Konzert. Aber ich bin sicher, unsere fantastischen Gastgeber, meine Tiroler Landsleute Eva und Martin, werden sich wunderbar um Sie kümmern. Als Botschafterin der Stiftung erlebe ich immer wieder Patienten, die im Wachkoma liegen, seit Jahren, seit Jahrzehnten, die keine Regung mehr zeigen, die man nicht erreicht. Und wenn man dann Musiktherapie mit ihnen macht, wenn sie zum Beispiel auf einer Klangliege sich erholen, wenn das Instrument gespielt wird und plötzlich wieder Bewegungen im Gesicht eintreten und man das Gefühl hat, man erreicht die Menschen auf einer Ebene, auf der man sonst keinen Zugang mehr zu ihnen gehabt hätte, dann ist das ein ganz unglaublich schönes Gefühl und eine große Dankbarkeit erfüllt einen, wenn man den Menschen auf diese Weise ein bisschen helfen kann. Und ihre Spenden tragen maßgeblich dazu bei, dass wir diese Menschen unterstützen können und ihnen Freude machen können. Natürlich auch die Hilfe für die Unfallopfer, für die Familien, all das wird von der ZNS-Stiftung auf so wunderbare Weise organisiert und durchgeführt. Darum bitte ich Sie, spenden Sie. Ich kann Ihnen versichern, jeder Euro kommt dort an, wo er gebraucht wird. Tja, und jetzt wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Abend, viel Vergnügen und hoffentlich bis bald in meiner Tiroler Heimat.